Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Peachy's Wonderland Abenteuerland hier in Welt 3. Und ich bin immer noch so ein bisschen verwirrt, aber eigentlich, wenn ich so gucke, wegen Secret-Ausgängen und sowas, ich habe schon überall einen Haken hier in der Welt. Also kann ich noch keinen richtigen, sag ich mal, Geheimausgang verpasst haben, der hinter diesem Wasserfall da führt. Aber natürlich, ja, hier fehlt noch die Münze, die zweite. Und die hole ich mir jetzt ganz, ganz schnell, weil ich weiß schon, wo die ist. Ich muss bloß in die Röhre da rein, Leute. Kein Problem, kein Problem. Wird ganz schnell durchgewascht. Und mit dem schönen Sprungabzeichen hier. Ja, tschüss, Sophie. Tschüss. Jung. Was war das denn? Ey, wie er auch alle wieder vergisst, der Typ. Sehr schnell einfach. Boings. Ich kenne einfach, was für Viecher sind. Die wirken irgendwie so ein bisschen komisch. So, boing, Alter, boing, boing, boing. Also, ich kann die zum Springen benutzen. Ja, guck mal, der wäre so ja noch weiter abgehauen. Ich war anscheinend gerade wirklich. Ah, nee, okay. Hier wäre jetzt der Moment wirklich gewesen, wo man den fängt. Aber wir, ja. Oh. Ach, wie cool. Achtung. Easy und fix. So, alles klar. Jetzt will ich auch trotzdem nicht mit den Vieh hier. Nö. Wer weiß, wie lange das eigentlich ist. Dann müsste ich einfach mal abballern. Doing, lass mal kurz vorbei, Kollege. Ja, wo ist er hin? Ist er jetzt noch weiter nach oben gesprungen? Okay, nein, ich will ja nicht. Hab ich ja schon gemacht hier. Aua. Der springt hier. Was ist denn hier los? Warum springt der denn so? Was zum... Oh, hey, cool, ich kann die Dinger auch wieder tragen hier. Okay, boings. Nein. Ey, das ist fies. Oh, war das fies. Alter, so gemein. Oh, muss ich den so ja nehmen? Anscheinend muss ich den so ja benutzen. Ah, nee, hört hier keinen abhauen. Tschüss. Wenn du keinen Bock hast, ne? Wenn man einfach keinen Bock hat, Alter. Haps. So. Und ich habe wirklich ja keinen Bock mehr. Wow, yeah. Ey, so war ganz schön schnell durchgerusht. Die Blumen nehmen dir doch mal die meiste Zeit ein. Tram. Bam, dann. Hat dir das Level so gefallen, dass du gleich zweimal spielst? Nein, Problem. Bild dir mal nicht ein. Ich bin bloß 100% Jäger, wenn ich es machen kann. Du hast einige Blumenmünzen gesammelt. Willst du nicht mal ausgeben? Lass doch mal das Geld für dich arbeiten. Ja, ja, ja. So. Oh. Okay, hier gibt es ja bestimmt jetzt irgendwie die Geheimwege, oder? Hier brauche ich schon mal nur wieder 10 Dinger. Die habe ich ganz genau. Ja, einfach das nächste Level. Der Stacheltest. Feuerfrei. Stacheltest? Okay, aber wenn es mit Stacheln geht, oder warte, dann muss ich mal schnell wieder. Ja, ne? Hier der Schwebesprung. Nee, nicht Schwebesprung, nein, halt. Das Ding hier. So. Okay. Stacheln auf dem Boden. Alter! Okay. Was macht das jetzt hier? Okay, also. Oh. Alter, ich habe richtig so eine Munition drin, ne? Das ist ja auch witzig. Nein, 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 das Ding. Au, je, wowie, zowie. So, ich kann also mit dem Bambus-Ding ein bisschen schießen. Da ist ja mal, wer kommt denn da oben? Ja, cool. Boings. Oh, shit. Ich kann jetzt aber nicht da hoch gehen muss, oder? Nein, natürlich nicht. Warte, den brauche ich, aber ich brauche den. Ich brauche ihn. Oh, weia. Oh, das ist ja auch krass, ey. Na, wie soll ich denn da jetzt hinkommen, da unten? Oh, ach so. Wenn ich den abschieße, fällt der runter und sein Körper sammelt für mich trotzdem nur ein? Okay, das ist natürlich krass, Mann. Das ist krass. Warte, schon wieder? Yeah, cool. Ey, so eine Mechanik, wer kommt denn auf sowas? Oh, ist das interessant. Man hat ja auch schon, glaube ich, erfahren, dass ja tatsächlich die Entwickler, die haben sich viel so ein bisschen von den ganzen Mario Maker Leveln, die dann so mit der ganzen Zeit immer kamen, haben sich so ein bisschen was abgeguckt. Oder halt so ein bisschen Inspiration genommen. Oh, ein bisschen Inspiration genommen. Du machst das toll. Ey, danke, Leute, du machst das toll. Wie die Kommentare von euch, ne? Leute, dankeschön. So, Checkpoint mit den ersten 2 Mützen schon. Das ist doch super. Und wieder fantastisch, Alter. Au, je. So, wenn ich jetzt irgendwie was verpasse, hier irgendwen richtig abzuschießen oder so, dann wisst ihr Bescheid, ne? Dann wird, resettet. Man geht immer ja nicht davon aus, was da passiert für ein Quatsch. Oh! So, ich hoffe, die muss ich jetzt nicht irgendwie. Ich meine, mein Rüssel ist ja. Mein Rüssel. So, Achtung. Hups. Voll schräg nach oben. Da muss ich selber mal kurz ran. Oh, Alter, voll hart. Okay, gut, dass ich es gemacht habe. Ich bin schon wieder so ein Vieh. Ja. Okay, alles klar. Oh, die Zeit, die da. Ich habe nur ganz bisschen Zeit. Oh je, yeah, das ist doch nicht so weit. Ja, flupp. Wow. Wow, richtig kaputt die Wäsche.
Da war da jetzt eine Münze, ich hoffe nicht. Flup. Wo bin ich? Oh, shit. Okay, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen, Leute, ein bisschen hier tricky. Ah! Oder einfach nur nicht verkacki. So. Oh, eine große Blume. Aber die interessiert ja eigentlich nicht. Denn nur der Wundersame ist es, was zählt. Wow, Elefant im Absturz. Wow, 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 wow. Alter, wie hoch waren wir denn? Kruz. Man hört den Typen immer noch. Tja, der ist jetzt tot. So. Oh, shit. Hab ich jetzt... Ich hab mein Geschoss selber abgeballert, oder? Ich hab wirklich mein Geschoss selber abgeballert. Warum? Oder weiß ich, ich hab's gar nicht gesehen. Da ist noch eine Münze. Nein, da ist noch eine Münze. Nein, warum? Die Münze, Mann! Oh, wie hab ich das denn jetzt hingekriegt? Oh, das will natürlich Ende. Ist hier noch irgendwie ein Checkpoint? Nee, direkt das Ende. Oh, komm schon, respawn mal wieder. Jetzt würde ich respawn. Kann ich meinen Rüssel? Irgendwie meinen Rüssel? Los! Greif durch die Wand! Oder mach Erdbeben. Bum, bum, bum. Nee, es klappt nichts, Leute. Da klappt gar nichts. Tram, tram. Okay. Ja, der Rüssel ist doch manchmal so ein bisschen selber der größte Feind. Bam, bam, hätte ich das mal vorher gewusst. Oder haben die Gumbas mein Fieder zerstört? Weil ich darauf geachtet. Ich habe nicht gedacht, dass der irgendwie rausfallen kann. Der olle Typ, ey. So, okay, Bonusrunde hier. Jetzt aber hör mal auf zu nerven. Du hast dich über diese Plattform bewegt, als hättest du nie etwas anderes getan. Welch ein Anblick. Fompi. Ja, der beobachtet uns ganz genau, oder was? So, Zeitschalterkletterei. Leute, ich würde ja nochmal ganz schön die Münze abholen. Das ist ja nun auch richtig schnell gemacht. Ne, vor allem nach dem Checkpoint muss ich dann nicht auch nochmal die Blume machen. Und was soll ich denn nicht schaffen, dann kann ich mir einfach selber umbringen. Wann hab ich den selber gekillt? Ich will, okay, eigentlich will ich es gleich rausfinden. Boings. So, boings. So, okay, ich bin schon wieder elefantastisch. Okay, so eine Self-Scrolling-Level kann man natürlich nicht durchwaschen, wie man es gerne möchte. Ja, mir ist doch alles egal, ganz ehrlich. Einfach nur noch bis zum Ziel. Das war aber auch gemein hier. Das war ein schön fies. Muss man halt wissen, ne? Abballern. Und dann sammelt ihr die Münze ein. Alter. So, ein Schlingel, so. Ein Schelm. Schneller bewegt dich schneller. Ich hatte jetzt die ganze Zeit schon meinen Rüsselknopf gedrückt. Damit hier nichts irgendwie schief geht. Hä? Ach so, ist der da weggeflogen? Der ist so weggeflogen. Ah, der ist nicht mehr ins Loch reingekommen. Verstehe. Okay, dann wisst ihr gar Bescheid. Dann würde ich jetzt eventuell einfach versuchen, so gut wie möglich halt nicht zu springen. Ja, das wäre wirklich echt das Beste. Ich bleib einfach hier Elefant und schlage nur, wenn die komischen Goombas da kommen. So, genau. So, das hatten wir ja auch schon hier. Brauche ich nicht mehr. Das war ja gemein. So, wenn ich schlage, passiert nichts. Nee. Den müssen wir jetzt bis zum Schluss mitnehmen. Wenn ich runterfalle, Leute, dann Checkpoint Reset, dann opfer ich eins meiner 46 Leben. Ich hab so irgendwie wenig. Boingsen, Mann, ey, die Gumbas, ey, egal wie groß die sind einfach Lappen. So, da war die Blume, brauchen wir nicht. Boingsen, So, so würde er zwar wieder reinkommen, aber nö. Der bleibt schön da drin in seinem Loch. Bis ich ihn wirklich brauche. Und nicht mehr schief gehen kann. Was hat mich dabei, was habe ich mir dabei gedacht, mich gegen Elefanten anzulegen hier? Hau ab. Wie wir hier einfach lang fahren. Als ob nichts gewesen wäre. So, gucke mal. Schön. Jetzt kann ich ganz in Ruhe. Eins, zwei und drei. Yeah, fantastisch. Gut. Oder raus, jemand. Oh yeah, yeah. Trappen. Wunderbar. Und weiter geht's mit dem nächsten Level. Dum, dum, dum. Ein kurzes, kleines. Tata. Bye, bye. Ganz schön viele Tests hier, ne? Hat er, glaube ich, auch gemeint, der Typ. Man muss ja ganz viele Prüfungen bestehen, bis man ganz oben ist. Oh, aber dann, ich denke immer noch, das ist Bowser Jr., der sich da einfach nur verkleidet. Zeitschalterkletterei. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht irgendwie wegen Klettern irgendwie ein anderes Abzeichen anlegen. Werde ich ja sehen, ne? Ich meine, so
mit Zeit hochklettern. Ey, was soll denn das sein? Oh. So nicht. Okay, so vielleicht dann doch schon eher. Kann ich eigentlich schon wieder... Okay, ich kann immer wieder resetten. Was passt hier nicht durch? Ich bin einfach zu dick, Leute. Ich bin einfach zu dick. Oder zu thick. Oder weiß ich, was ich hier bin. So, hoppala. Boing. Zeit bitte wieder aktivieren. Ja. Ich weiß nicht, in dem Blumen sind aber jetzt nicht irgendwie... Nicht irgendwie halt die... Och Mann, ich bin einfach zu groß. Ich bin echt zu groß hier als Elefant. Mann, die bleibt überall hängen. Nein. Och. Jetzt bin ich echt... So, ich kann ein bisschen cheaten hier, ne? Ein bisschen cheaten. So, ich sehe aber auch keine Münze. Ich denke mal, hier gibt es auch keine. Hui. Na schnell! Bleib doch mal ruhig, ich kann die Zeit immer wieder resetten. Warum soll ich da beeilen, du Spinner? Ups. Ups. Oh, so natürlich, ich bleib hier überall hängen, Mann, weil ich so ein Dickhäuter bin. Einfach zu dick, die Haut. Yeah! Alright! Wundersam gecached. Ein Elefant im Porzellanladen. Gut. So, was ist denn jetzt hier, Leute? Für das hier vielleicht ein geheimer Weg? Schwärmertest. Und dann Nachthimmel. Ich will die Teste. Aber welches auf die testet? Okay. Ich werde einfach schön abschwärmen. So. Was ist jetzt hier? Okay, das ist gleich die Blume. Ja, aber. Oh, ich kann die nicht zerstören. Aber halt kurz mal, dass sie ihren Schein verlieren, oder wie? Ja, okay, aber die resetten sich. Ich guck mal schnell, kurz beobachten, kurz lernen. Nö, die bleiben so. Doch, die resetten sich, verdammt. Okay, da muss ich anscheinend von ganz weit hinten durchrennen. Wow, okay, das ist ja wieder richtig leicht. Au, ja, oh. Weiter. Der Typ, ey, das aus dem Häuschen hier, wow. Alter. Ja, das bringt Glück. So viele Sternschnuppen, ey. Ich hab richtig einfach durchgerannt. Was ist das für ein Level gewesen? Übelst gecheatet. Okay. Aber ob man das auch, wenn man, weil das ist ja so am Anfang, was ist, wenn man mit Level normal durchspielt? Yeah! Ich guck mal, wenn da ein Häkchen ist, ne, dann belasse ich es dabei. Da-dam. Yeah! Alle sind auch Level, oder? Wo du einfach mit Supersternen einfach durchrennst. Aber da, vielleicht ist es extra so gemacht, dass du da was verpassen könntest, ne? Man weiß es nicht. Ups. So, da kommt wieder. Man sieht immer genau, wo die komischen Podeste von dem sind. Der kommt jetzt bei jedem Level. Ihr konntet also ihre komplexe Bewegung vorhersehen. Das gelingt nicht einmal mir. Wird der Meister einfach zum Schüler werden? Der labert nur Müll. Das ist Bowser Junior. Wer kennt so viel Müll, kann auch keiner labern. Nee, doch, hier Schwärmer-Level war... Ist alles Häkchen, ist komplett alles. Gut. Dann nochmal eine weitere Verschnaufpause. Der Zeitschalter Sprint. Ja, deshalb bin ich wenigstens nicht so groß, dass ich überall hängen bleibe. Aber mal schauen. Was das jetzt hier wird, was ist der... Okay, alles klar. Los. Ich sag, warum ich jetzt hier... Hier gibt's doch glaube ich gar keine Münzen, ne? Deswegen. Boinks. Hau dich! Immer schön die Schalter drücken! Boinks. So, ja, und die Blume ist mir jetzt egal. Oder ist mir die Blume egal? Ich meine, die führe ich ja bis zum... Von Anfang bis Ende mit. Die schöne Blume hier. Die ist mir richtig... Die ist schon richtig crazy. Die hat schon richtig viele Glückssachen. Weiter! Ich hab die Blume verpasst. Ich hab sie aus den Augen verloren, Leute. Was passiert? Tschup. La. Oh! Hey! Okay, das ist natürlich richtig fies. Mach ich mir trotzdem erstmal den Weg hier. So schön safe. Ein bisschen noch schnell, Mann. Ja, Mann. Wow. Wunderbar. Wundersam eingesammelt. Na, diese kleinen Verschnaufpausen sind richtig kurz, aber irgendwie sind die wirklich Verschnaufpausen. Ja, das macht schon Spaß. So, tada. Und das ist auch wieder komplett, ne? Jo. Warte, aber jetzt geht's ja schon wieder ganz woanders hin hier. Ich will aber zum... Ja, ich muss zu diesem Wasserfall da. Okay, erstmal hier aufmachen, mal auf. Wow.
So, das ist auch wieder, was ist das denn mit so, das ist hier schon Abschlusstest. Nicht trödeln. Was ist der Abschlusstest? Okay. Oh, sieht auch wieder sehr witzig aus mit so einem automatischen Speedbarren. Wo ich hier am besten von alleine lang renne. Muss ich bestimmt einfach wieder richtig getimed springen. Und nun zur letzten Prüfung. Was schon? Erreichst du das versteckte wahre Ziel, gilt sie als bestanden. Doch gib acht, bei dieser Prüfung ist Vorsicht oberstes Gebot. Fumpi, Mann! Okay, das ist vielleicht doch nicht. Es ist vielleicht doch nicht. Was ist das für eine Blume? Boings? Nee. Du gehst ab! Du gehst ab! Wow! Schön, Tram! Wow, wow, wow! Okay, der war jetzt. Alter, da habe ich jetzt nicht mit dir gerechnet, dass die Leiste von oben runter kommt. Dann habe ich jetzt aus den Eindruck, um loszulassen, weil ich damit nicht gerechnet habe, Mann, ihr Schweine! Ja, okay, wir können springen. Wow, und und Achtung, festhalten, loslassen. Oh, wie lässt man da los? Ah, okay, also ich halte automatisch fest. Ja. Ja, das ging jetzt nicht anders, oder? Ich muss jetzt nochmal. Okay, das ist wieder so ein Learning by Doing Level, kein Problem. So, ich hab nur noch 45 Leben, Leute. Wie soll ich das schaffen? Leute, ich kann das ja nicht schaffen, ne? Wenn ich verkacken würde, muss ich das Let's Play abbrechen, wenn alle Leben weg sind. Wir werden ja sehen. Hoppala. Okay, alles klar. Und jetzt aber loslassen. Geil. Die Musik, jetzt muss ich irgendwie. Ja. Erwischt. Mal bin ich noch mal so ein Vieh hier. Wow! Toll. Was hat er denn für eine Verarsche? Moment. Ich muss doch die Münze holen. Wie ist halt mit dem Ding übelst krass zurückrasen? Ach so, das ist automatisch. Okay, da komme ich noch hin. Alles klar. Ich komme da wohl noch hin. Ja, Mann, ey. Und auch mich, ey. Oh, shit. Oh, da hat das verkackt, ey. Na, Mann, ich weiß doch nicht, wo. Oh, shit. Nein. Oh, Mann, okay, vielleicht dann speichert er gerade einfach mal was ab. Der Wahnsinn! Guck mal, kann ja schon die ganzen Münzen erstmal abspeichern, Boings. Ups. Die zwei, die ich hab. Die andere ist dann bei diesem anderen Ding dabei. Oh! Oh Gott! Oh! Oh, Alter, was ist denn jetzt hier? Das ist voll unfair, wow. Ah, oh, die waren zu groß, die waren zu big. Bis später. Wartet, warte schon, Tram. Oh, okay. Gut. Also, Münze gefunden. Die zweite Münze muss ich noch holen mit dem... Obwohl, da muss ich bestimmt auch noch mal... Ach. Also, okay, es war nicht mehr der geheime Ausgang, Leute. Verdammt, es ist so ein stinknormaler Ausgang. Mist. Wer weiß, wo der hinführt. Ich glaube, nirgendwo hin, ne? Tja, das war Fail, Mann. Die letzte Prüfung ist noch nicht bestanden. Nur wer den wahren Ausgang findet, soll den Königssamen erhalten. Nimm dieses One-Up-Pilz und versuch's mal weiter. Oh, ist er richtig Mitleid hier oder was, ey? Na gut, okay. Aber wir sollten hier... Ihr habt die goldene Flagge haben und zwei Münzen. Ist okay. Ey, wir sind ja wirklich gleich oben bei dem. Hä, aber hier ist doch noch eine geheime Welt noch. Also hier geht's irgendwo noch unterirdisch lang. Das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein. Abschlusstest. Ihr wisst jetzt, wo ist nämlich die Münze? Damit die Münze mit dem Ding kombinieren kann. Da müssen wir jetzt mal gucken. Wow. Ja. Ja, super. Dann müssen wir gleich erstmal hochspringen, gleich erstmal trappen. So. Probieren wir es nochmal aus. So, vielleicht gehe ich erstmal auch noch. Ich glaube, die Münze, doch, die ist hier so weit oben, die muss ich irgendwie hier drüber erreichen können. Vielleicht, wenn ich nur auf dem Boden lang fahre erstmal, oder? Ja. Ich guck mal, ja, das sieht so aus. Ich fahre erstmal nur auf dem Boden lang, bevor ich da auch hochspringe. Nee, warte mal, hier fahre ich ja runter, denn. Ich fahre ja dann runter. Nee, das geht nicht. Da muss ich doch, ja, wie komme ich denn an die Münze da ran? Wow. Los. Yay!
okay, los, los, los. Einfach hochgesprungen. So, das war schon mal nett, aber... Aber wo ist denn jetzt hier... Okay, geheimer Ausgang. Aber die zweite Münze, gut, dann anscheinend die doch ohne Münze, ohne Blume einsammeln. Fies, Mann. Trotzdem übelst dünn. Ja, das kann nicht sein, da muss irgendwas noch passieren. Der Bye-bye. Irgendwas muss noch passieren, da. Ich kann jetzt nicht einfach beim nächsten Mal schon den Königssamen kriegen. Okay, vielleicht noch in irgendeinem Level, ne, aber... So. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Wundersamen an den Guldenfällen gefunden. 100 Münzen belohnt. Was? Ja, das kann doch nicht sein, das ist doch noch ein Level, das ist ein geiles Secret Level. Ich meine... Okay. Leute, ich werde natürlich beim nächsten Mal das hier nochmal schnell machen. Aber erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin verwirrt, Leute, das ist hier... Da, guck mal, da rechts, da, diese Dreckwand da. Da jetzt irgendwo noch hin. Aber alle Level haben halt schon jetzt... Alle Level haben ein Häkchen. Außer natürlich, ja, halt, wo ich hier die Ede Münze da nicht hatte. Ja, ne, alles, was kein Häkchen hatte, sieht man, woran das lag. Okay, naja, wir sehen mal, Leute, vielleicht passiert noch ein Plot-Twist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.